So, und damit ich hier nur kurz. Nein, danke. Damit ich hier. Was war? Hä? Wo habe ich jetzt draufgeklickt, dass das Ding kam? Das Musikzeichen hinter? Keine Ahnung. Dup, dup. Schon durch. Okay, ich würde sagen, jetzt zum krönenden Abschluss, wir holen uns noch Region 6 Bonus verglast. Wir schauen rein, 20 Minuten. Oh ja, das wird jetzt auch keine so allzu lange Folge. Willkommen, Administrator. Stadt geliefert, 196 Glas. Höchste Zeit, all das exportierte Glas zu verschwenden. Du kannst es allerdings nicht direkt zerstören, das würde die Wirtschaftsprüfer alarmieren. Dafür benötigst du Kreativität. Liefere das Glas an die übergroße Stadt. Erfülle alle Bedürfnisse der Stadt, um das Glas bei vollem Preis verkaufen zu können. Oder richte eine profitable Produktionskette ein, um den Glasimport zu finanzieren. Okay. Ich muss 196 Glas an die Stadt liefern. Und ich brauche eine profitable Kette, um das Glas. Okay, das wird jetzt lustig. Stahl, Eisen, Import, Kohle, Öl, Radweg. Ah. Okay, Draht, Stahl, Energie, Bauteile, da ist Öl. Also im Prinzip ist es Glas ja quasi ein Nullsummenspiel. Ich muss das Glas einfach nur kaufen und verkaufen. Aber ja, das Problem ist natürlich, wenn das Glas voll läuft, kriege ich nicht 64 dafür, sondern nur 32. Und um das zu finan und um den Ausgleich zu finanzieren, muss ich. Aber Wasser. Habe ich hier Wasser? Ich töte kein Ding. Ja, aber nur zwei Wasserquellen. Scheiße. Okay, das wird jetzt schon wieder ein bisschen komplizierter. Ich habe nur zwei Drahtwickler. Das macht ja nichts. Die können wir ja erweitern. So, und das Glas muss ich importieren. Ich bräuchte jetzt aber am besten halt Wasser und Energie und Draht, weil nur mit Wasser kann ich es nicht machen. Ich habe nur zwei Wasserquellen hier. Mit denen komme ich nicht so weit. Ich könnte es mit Stahl probieren, aber. Vielleicht brauchen wir auch Stahl, ich bin mir nicht sicher. Ich würde es aber erst einmal jetzt. Wir probieren es erstmal mit Draht, Wasser und Energie. Also Wasser unterstützen, es sind nur zwei Quellen. Aber dass man mal anfangen müsste quasi.
So. Quasi, das wird mein Level 1. Dann müssen wir nur gucken, wie viele Öltürme würden wir denn hier hinkriegen. 1, 2. Also 3 auf jeden Fall mal in die hintere Linie. 1, 2, 3 und 4 noch in die vordere Linie. Also mit 7 Ölbohrtürme direkt nebeneinander, da könnten wir auch schon was reißen, ja. Aber ich würde eher noch... Nein, nicht Kupferbergwerk. Der Drahtwickler. So, uns Importdock da hinten, das müssen wir jetzt natürlich dingen. So, damit wäre die Kupferstrecke mal eingerichtet. So, und dann brauchen wir noch Energie. Wir haben ein einziges Erdwärmekraftwerk, natürlich da oben auf dem Berg, wo ja keiner vernünftig drankommt. Ich liebe dieses Spiel. Das ist doch wieder die pure Verarsche hier, was die, dass ich hier die Dinge in den Weg stelle. So, ein Ölkraftwerk kostet mich 2000. So, und dann würde ich sagen, wir fangen mit 3 Ölpumpen an. 1, 2, 3. So. Hoppala. So, das Problem ist jetzt natürlich, ich brauche wesentlich mehr Draht als Energie. Ich glaube, ich muss einen nur mal zerstören. Weil ich brauche jetzt zumindest eine Importstrecke schon mal, dass ich jetzt hingehen kann und sage, okay, pass auf. So. Problem ist jetzt, wenn ich die, also ich müsste eigentlich Bergsteiger-Lokomotiven einsetzen, wobei, das ist jetzt die Frage,
Hör mal auf, noch einmal anfangen. Die Strecke bis hierhin kostet mich 320. Gleis kreuzt ein Gebäude. Mal an. Ich würde jetzt mal fast sagen, wir müssten das so machen, dass wir am Anfang. Wir machen das Ganze am Anfang mit einer Lok. So ungefähr. So ungefähr. So, das heißt, am Anfang würde ich fast sagen, wir bauen hier auch eine kleine Lok und lassen immer nur 4 fahren. Und dass wir dann anfangen. So, 4-mal Kupfer. Jetzt haben wir das Problem natürlich, ich habe schon verloren eigentlich, weil ich habe nicht genügend Geld. Schlecht. Da haben wir schon zu wenig Geld gefühlt. Komm, lad mal einen ab. Wenigstens haben wir jetzt hier den Vorteil, wir können die anderen Sachen produzieren. Dass wir wenigstens das hier als Geld kriegen. So, aber wenn man jetzt quasi das Glas für eine Nullsumme einkaufen und müssen es dann auch nachher für eine Nullsumme quasi verkaufen, also dass wir genau den Preis dafür bezahlen beim Einkauf, den wir als auch beim VK wieder rauskriegen. Ist jetzt am Anfang, oder? Na doch. Die ersten 4 hat es gelangt. Jetzt haben wir aber 4x64 quasi ausgegeben. Und beim Hinbringen kriegen wir auch nur 4x64 wieder. Das heißt jetzt also, wir müssten jetzt einmal den Kredit zurückzahlen und dann einfach nur die anderen Geschäftsfelder noch weiter aufpumpen.
Also wir haben gerade 4x64 gekriegt. So. Ob man da 196 Glas schaffen, ich wage es zu bezweifeln. Auf jeden Fall, der Draht läuft ja zunächst einmal stabil. Im Prinzip bräuchten wir jetzt noch eine zweite Öl. Kupfer läuft ja momentan, Draht läuft momentan, Draht. So, erstmal Geld einzahlen, das ist das Wichtigste, das Ding loszuwerden. Dann brauchen wir noch auf jeden Fall eine Ölpumpe wieder. Minuten 196 Glas. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Ölpumpe, vorher wird es nichts. Na, da hört auch schon das Ding auf. Da hört auch schon das Geld auf für das Ding. Können da noch mal kurz abreißen. Zwei Ölpumpen nochmal. Boah. 196 Glas noch 10 Minuten. Oder ich wäre am Anfang vielleicht auch mal mit zweien ausgekommen. Habe ich da vielleicht eine zu viel gebaut am Anfang? Ja, weil die Ölpumpen sind jetzt halt schon leer, ja. Weil der Rest geht, aber die Glasding, das ist jetzt noch weit hinten dran. Wenn wir jetzt dann
Ölpumpe, dann müsste es langsam laufen. Dann haben wir wieder einen Drahtwickler. Kupfer habe ich auf jeden Fall genug. So. 20 von 196 Glas und ich habe noch 11 Minuten auf der Uhr. Ah, heute Abend ist wieder was los mit meinem Hals, ey. Jetzt bräuchten wir eigentlich auch wieder zwei der Drahtwickler. Ja, der vierte Drahtwickler bräuchten wir jetzt noch, dass es da wieder schneller geht. Ei, ei. Ja. Jetzt geht es nämlich mit dem Drahtberg ab. Jetzt haben wir zu wenig Draht da. Aber Energie sieht nicht schlecht aus. Aber eine Ölpumpe, der hätten wir auch nochmal vertragen, gell? Ja, weil jetzt das Ding, 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 Ding. So, schneller an- und abladen. Was wir jetzt halt machen müssten, wäre mehr Glas ballern. Alter, ich brauche jetzt halt auch schon viermal. Komme ich eigentlich mit dem gar nicht hin, gell? Nur mit. Bräuchte ich eigentlich noch Stahl? Boah. Ich hätte natürlich aber am Anfang die Linie mit Stahl machen können. Dann hätte ich das in die Ding mit integriert. Also ich brauche halt mittlerweile schon 4 Draht, um eine Bevölkerung hochzukommen. Kommen denn meine Drahtwickler jetzt ja gleich nicht mehr hinterher. Also eigentlich brauche ich jetzt das Wasser. Aber ich habe halt nur 2 Quellen. Ja, da erreicht die Stadt aber halt noch nicht.
Hat es jetzt wirklich was gebracht? Ich glaube nicht so wirklich, gell? Ja, das Problem ist, jetzt sind wir halt gleich voll mit Dingen. Jetzt verlieren wir gleich Geld, wenn nicht mehr Wasser. Naja, aber jetzt noch Stahl anfange? Boah. Jetzt laufen ja auch die Dinge leer. Jetzt müsste ich halt eigentlich die Drahtwickler noch upgraden oder müsste nochmal einbauen. Aber jetzt fangen wir langsam dann gleich an, miese zu machen, weil er jetzt dann das Fenster, das Glas nur noch für 32 verkauft als für 64. Ich habe gerade mal 68. Boah. Aber ich habe ja auch keinen Zeppelin-Dock. Boah, wie soll ich denn das schaffen? Wasser habe ich nur zwei Quellen. Wenn ich wenigstens zwei Level 5er Wasserpumpen hätte ab Start, dann hätte ich gleich eine Wasserlinie eingerichtet. Aber so... Aber ich müsste jetzt halt Energie mit abzwacken, um die Dinge zu betreiben, aber... Ja, jetzt geht halt die Produktion von der Energie schneller. Und jetzt fahren halt natürlich schon Züge komplett ohne Draht. So, jetzt wird's dann... Zwei Minuten und ich hab grad mal 92 von Dingglas. Oh. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das Level hier schaffen soll. Weil das Problem ist, jetzt laufen wir ja auch gleich wieder in der Ding. So, jetzt brauche ich schon 5. Boah. So, jetzt ist allerdings das Problem. Jetzt sind wir mit dem Glas schon voll. Jetzt bräuchte ich Luxuszimmer, Neonschilder oder CPUs, damit ich das Glas zum Vollpreis ja weiterverkaufen kann. Ich habe gerade 100. Boah. Also wie ich da...
Und ist er wieder weg. Ja, Alter, aber wie mache ich jetzt auch noch Dinge? Wie mache ich jetzt auch noch Luxuszimmer? Das bringt es jetzt überhaupt nicht. Also ich meine, klar, ich kann jetzt natürlich noch versuchen, in den nächsten 4 Minuten jetzt nur mal alles an Glas rauszupushen, was ich habe. Aber das Problem ist, genau jetzt nehmen wir ja für alles nur noch die Hälfte vom Geld, weil jetzt halt alles verläuft. Und Luxuszimmer, Neonschilder, CPU. Moment. Möbel, Luxusmöbel, Neonschilder. CPUs kann ich ja zum Beispiel schon gar nicht herstellen, weil ich kein Ding habe, kein Quarzsand. Aber ich könnte Neonschilder herstellen, wenn ich das Glas. Aber das ist ja auch blöd. Ja, weil ich aber jetzt noch eine Neonschildproduktion anfange. Jetzt noch echt eine Neonschildproduktion anfange, wenn dein Zeitlimit eh so knapp ist. Wir ballern jetzt einfach alles an Dingen raus, was es geht. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt in den nächsten 2,5 Minuten noch 50 Glas daher kriegen. Aber wie soll ich das alles bitte schon in 20 Minuten schaffen? Ich meine ja, Draht, Wasser habe ich ja nicht mal ordentlich viel. Ich meine, jetzt habe ich schon wieder das Problem, dass schon wieder die Ölpumpen leer laufen. Kriegen wir 32 noch hin? So, 1:20 noch. Bin mal ganz zuversichtlich, dass wir es noch auf der A-Rang schaffen, weil dann wäre das schon mein offiziell schlechtestes Ergebnis, weil ich habe bisher immer alles mindestens mit dem A-Rang geschafft. Naja, aber 12. Naja, da kommt nochmal 6 und da kommt nochmal 6. Das schaffen wir in 49 Sekunden noch, oder?
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also dann auch noch eine Neonschildproduktion hinkriegen. Also wenn es ein A-Rang wird, soll es mir recht sein. Also ich brauche ja wie gesagt nicht in jedem Level hier S-Rang-Fanatiker sein, dass ich wirklich alles bis aufs Letzte ausreize. Und damit haben wir jetzt offiziell 100% dieses Spiels geschafft. Wir haben, wenn man unten rechts, ja, unten rechts, also genau unter meiner Cam, kann man sehen, unser Fortschritt sind 100%. Also jetzt haben wir wirklich alle Levels durch und wir haben 90% aller Levels mit S-Rang geschafft. Und wir haben 81% aller Items gekauft. Das heißt, ich müsste also, um das Spiel zu 100% abzuschließen, jedes Level mit S-Rang abgewinnen. Aber das... Also war mal bei In Media Res oder wo war's? Engpass? Sportpark? Ersatzteile? Wo war nochmal das Ding, wo wir unser eigenes Dingsbums bauen da? In Media Res. Da hätten wir locker die 6 Minuten rausholen können, wenn wir ein bisschen schneller und ein bisschen effizienter gewesen wären. Aber hier... Also hier müsste ich mir ehrlich überlegen, du hast nur 20 Minuten. Und du musst fast 200 Glas schaffen. Plus noch die ganzen Dinge drumherum. Das Einzige echt, wenn wir dann eine Neon-Schildproduktion noch hätten, aber das Problem ist ja... Das Problem ist, ich habe ja auch keinen Export-Dock. Das heißt, ich müsste dann erst einmal die Neon-Schilder produzieren, bis ich die dann verwenden kann in der Stadt. Und in dem Moment, wo ich ja das Glas zur Neon-Schildproduktion nehme, habe ich es nicht an die Stadt geliefert. Das ist auch blöd. Also wir hatten jetzt wahrscheinlich ein richtig hartes Level, 3 Sekunden vor Schluss der S-Rang noch geschafft. Und hier haben wir halt 4 Minuten zu viel gebraucht für den S-Rang. Aber da müsste ich mir echt überlegen, also 20 Minuten für das Level. Ja gut. Ich würde sagen, das war ein nicht ganz so erfolgreicher, aber es war ein Abschluss für Railgrade. Dann würde ich sagen, das ist jetzt unsere letzte Folge. Es war das letzte Level, wir haben 100% aller Level geschafft, 90% immerhin mit S-Rang, mir soll es recht sein, ich brauche nicht mehr, Items haben wir auch alle gekauft, bis auf die ganzen Musikdinger, die brauche ich sowieso nicht, das wird mir eh nur angekreidet vom Algorithmus hier, lassen wir es gleich weg. Und dann würde ich sagen, damit ist Level Railgrade hier mit Geschichte und ich verabschiede mich und wir sehen uns wieder beim nächsten Let's Play. Ciao Fans!